Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Pato. Lang ist her, dass ich ein Video auf YouTube hochlade. Ich hoffe, dass ich noch den einen oder anderen von euch erreiche. Schreibt das gerne in die Kommentare, denn ich möchte von euch wissen, wie geht es euch? Mir geht es gut. Danke an der Nachfrage. Ich weiß, es hat keiner gefragt. Egal. Aber trotz allem hoffe ich, dass es euch allen gut geht und dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet. Ich wünsche euch gleichzeitig ein schönes neues Jahr. Hoffentlich wird alles besser. Ich gehe stark davon aus. Schlimmer als dieses Jahr kann es eigentlich schon gar nicht mehr werden. Und Leute, ich bin nicht auf der faulen Haut gesessen. Sehr, sehr viele wissen es nicht. Aber mittlerweile liegt mein Hauptaugenmerk auf das Livestreaming auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung, falls ihr mich mal wieder sehen wollt. Live Twitch, Pato FIFA. Ich freue mich, den einen oder anderen Hasen von euch wiederzusehen. Gleichzeitig, was ich hier noch nie so wirklich veröffentlicht habe, es gibt mittlerweile auf YouTube einen Stream-Highlight-Kanal namens Pato Habibi. Also solltet ihr einen Stream verpasst haben und ihr den unbedingt nachschauen wollt, aber nicht gleich 4, 5, 6 Stunden gucken wollt. Der gute Exotic ist auch ein Moderator von den TC-Jungs. Hat er unbedingt Bock, einen Stream-Highlight-Kanal von mir zu erstellen? Und den hat er auch gemacht. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Supporter dort finden werde, der diesen Kanal abonniert. Und ja, Leute, in letzter Zeit habe ich vielen guten Stuff gezogen, darunter auch eine brasilianische Icon auf meinen eigenen Account, und bin ich sehr, sehr stolz darauf. Der eine oder andere Hase wird es schon auf dem Stream-Highlight-Kanal gesehen haben, da ich aber einige Worte wie Weihnachten, Silvester, Twitch-Aktivität an euch richten wollte, dachte ich mir, zeige ich euch noch die Icon auf meinen Hauptkanal und auch noch ein paar super gute Packs, die ich hier gezogen habe. Ich möchte das Video nicht zu lange halten, deswegen ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, nochmal ein schönes neues Jahr. Hoffentlich sehe ich euch auf Twitch. Lasst ein Like auf dieses Video da, es würde mich sehr, sehr freuen. Fetter Kuss geht raus. Ciao, Leute. Wir reden gerade von Manchester United, Freunde. Und da kommt der Rashford um die Ecke geschallert. Was ist mit dem los? Was ist dein Problem, Rashi? Der ist untradable, Leute. Aber geil, dass wir mal Rashford gezogen haben. Fühle ich weh. Es kommt back to back. Bitte nicht back. Nein! Ich hoffe, ich bitte, dass der tradable ist. Bitte sei tradable. Das war ein Premium-Goldspieler-Pack. Es ist tradable! Yes! Zweimal Rashford, Leute. Oblak de Bruyne! Kimmich, Navas, Thiago Silva, Gulashi, Alberto, Bergwijn, Duplikate, Loris. Loris am Start. Ich schwöre, ich dachte Messi, aber warum dachte ich Messi? Nein! Leute, wisst ihr, warum ich Nein sage? Der ist untauschbar. Was? 12 Spiele verkauft? Was? Leute, ihr habt das jetzt alle selbst gesehen. 14 mal Heuberg, die ich für maximal 800 Coins gekauft habe. Die wurden mir jetzt alle einfach abgekauft. Yes! Courtois 90er, Leute. 89er, halt einmal. Courtois 90er. Jetzt sag ich schon wieder! Courtois 89 meinte ich natürlich. Ich habe noch nicht geöffnet, das wird schon Rating geschrieben. Bitte. Komm. Komm, Shigi, öffne was Gutes. Öffne etwas Gutes. Schreibt mir nur das Rating ran. Ich habe einen Freeze gezogen, Leute. Freeze. Es ist aber leider der falsche. Es ist ein frostiges Pack, wo der Gegner als Innenverteidiger reingestellt hat. Was? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, Chat. Schauen wir mal, was da jetzt noch kommt. Was? Ey, Leute, ich bin wirklich zufrieden. Letzte Woche. Oh, auf Ansage. Leider kein Freeze. Ja. Oh! Da kommt der Van Dijk rausgeschallert! Walkout auf Ansage! Ich glaube aber, dass der Untrade ist, Chat. Ich glaube, der ist Untrade, aber egal. Daumen nach oben für Van Dijk. Wie geil ist das, Leute? Nice! Viermal seltene Megapack. Komm, einen Walkout noch. Wir hatten Van Dijk und Kroos in einem Pack. Jetzt will ich noch irgendwie einen Freeze sehen. Bitte!
Sonne? Träume in Sonne, Leute. Van Dijk, Kroos, Träume in Sonne. Auch kein schlechter seltener Megapack, finde ich. Yes! First Owner Mondi, Leute. Und der Sieger, Keiga. Mit einem Voller und wieder ein Walkout. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Leute, was sind das heute für Rewards? Was? Kanté? Genau der ist untradable, Leute. Nein! Nein! Genau der ist untradable. Nein, schade. Okay, es ist kein Dembele mehr geworden. Was ist denn das für ein Kartentyp? Eine RTTF-Kubo-Karte? Ich weiß nicht, was mit den Packs heute los ist. Ich habe wirklich guten Stuff gezogen. Würdet ihr aber auch bei 352 den Außenspielern Außenbleiben geben? Walkout, Leute! Aber lass es Oblak sein, bitte. War nicht mein Oblak. Nasmet, Habibi, was geht? Chat, habt ihr dieses 25x83 Plus geöffnet? Noch ein Walkout. Na was? Was ist los? Ich schwöre immer Torwart-Walkout. Feier ich gar nicht. Back-to-back-Walkouts. Aber ist eine Freeze-Karte. Yes! Rodriguez, egal. Freeze-Karte. 83. Komm, da muss ein Freeze reinkommen. Vorstellung. Moin Moin Fabio, auch am Start. Ich hoffe, euch geht's gut. Oh, Walkout, Leute. Ist es ein Freeze? Ach, ich dachte ein Freeze. Icon, Leute! Auf meinem zweiten Account! Icon! Oh mein Gott! Auf meinen Account, ich ziehe auf meinen zweiten Account eine Icon, Leute! Ich komm nicht drauf klar! Ich schwöre, ich kann mir vor zwei Jahre lang habe ich gewartet, Leute. Ich weiß gar nicht, was das für eine SBC war. Irgendeine Flash-SBC, keine Ahnung. Irgend so eine Freeze-SBC. Auf dieses 5. Halt Small Pato. Dieses seltene Goldspieler klein. What the fuck? Geil. Ich hoffe, ihr gönnt mir das, Leute. Yes, egal, es ist zwar untradable. Oh mein Gott! Benzema! Es ist fast Mbappé, Leute. Hold me close till I get up.